Soundfile. Hallo und willkommen zu einem neuen Video von The Soundfile aus den Amazing Sound Studios. Und wir wollen ja mit unserem Kanal auch immer so ein bisschen einen Brückenschlag vollführen zwischen der HiFi-Welt und der Pro-Audio-Welt. Und genau dazu möchte ich euch heute mal so ein paar Gedanken darlegen. Und zwar höre ich ja immer viel im HiFi-Markt, was da geredet wird, was da geschrieben wird. Ich bin auch teilweise selber als Übersetzer tätig für so HiFi-Texte und hab da so auch ein paar Begriffe gefunden, die ich als Toningenieur ja immer so ein bisschen komisch finde und möchte jetzt einfach mal sprechen über HiFi aus der Sicht eines Musikproduzenten, eines Tontechnikers. Was würde sich ein Tontechniker denn, wenn er es dürfte, von einer HiFi-Anlage wünschen? In diesem Video möchte ich vor allem drei so Werbesprüche relativieren, die mir immer wieder unterkommen. Und zwar der eine ist dieser Begriff des Studio Masters oder der sogenannten Studio Master Qualität. Der zweite ist, das klingt wie live. Und der dritte ist, das Gerät Lautsprecher ABC verhält sich wie ein Musikinstrument. Wir gehen mal gleich in den Abschnitt. Das klingt wie live. Es mag jetzt ketzerisch klingen, aber das ist eigentlich ganz selten das, was ich als Tontechniker anstrebe. Warum? Live klingt selten gut. Das ist einfach eine Tatsache. Schon alleine in dem Moment, wo ich in einem Rockkonzert bin oder auch in vielen Jazzkonzerten und so weiter, da ist eine Beschallungsanlage am Start. Die Beschallungsanlage, da hängt schon Mischpult davor und so weiter, das sind Mikrofone am Start, das sind Lautsprecher am Start. Das ist per se schon eine Reproduktion an sich. Der nächste Punkt ist, dass ich im Live-Konzert ganz, ganz viele Faktoren habe, die ich nur im Live-Konzert habe. Also zum Beispiel die Gerüche, ich sehe den Künstler hautnah, ich habe ganz viele Fans um mich rum, ich habe eine ganz andere emotionale Grundstimmung, wie wenn ich jetzt einen Tonträger anhöre. Das nächste ist die schiere Lautstärke von so einem Live-Konzert, die auch in der Konserve nur sehr, sehr selten erreicht wird. Und Lautstärke ist einfach Energie, die da rüberkommt. Und das dritte ist, dass eben in einem Live-Konzert auch praktisch nie alle Plätze gleich klingen. Das bringt mich zu einer Geschichte aus meiner tontechnischen Praxis ganz, ganz früh, wo ich eigentlich noch dieses Ziel verfolgt habe, soll doch klingen wie live. Und zwar habe ich eine CD gemacht mit klassischer Gitarren- und Lautenmusik. Und das haben wir tatsächlich auch in einem gut klingenden Konzertsaal aufgenommen. Und ich habe mir gedacht, okay, ich möchte das jetzt so einfangen, wie es hier klingt. Dann habe ich mich auf einen Stuhl gesetzt, habe den Künstler spielen lassen und habe mir das erstmal angehört, damit ich mal weiß, wo ich überhaupt hin will. Dann habe ich mich einen Platz nach links gesetzt und es hat völlig anders geklungen. Dann habe ich mich Platz nach hinten gesetzt. Es hat wieder völlig anders geklungen. Ich habe also festgestellt, ich habe hier einen Konzertsaal mit 200 Zuschauerplätzen und ich habe 200 akustische Wahrheiten. Das heißt also, ich kann mir eine aussuchen oder ich kann mir meine eigene akustische Wahrheit bauen. Und da werden wir noch drauf kommen. Das ist eigentlich genau das, was ich in der Regel im Studio mache. Es ist ja schließlich auch so, ich interpretiere quasi eine künstlerische Performance von einem Künstler, von einem Instrument, interpretiere ich schon dadurch, dass ich ein Mikrofon davor stelle. Dadurch, welches Mikrofon benutze ich, wo stelle ich es hin? Die Unterschiede sind riesengroß. Wie viele Mikrofone benutze ich? Selbst im Klassikbereich, um mal ein Beispiel zu nehmen, wo man eigentlich davon ausgehen könnte, dass das klingen soll wie live, ein Symphonieorchester zum Beispiel. Eine ganz, ganz gängige Praxis, ein Symphonieorchester abzunehmen, ist der sogenannte Decca-Tree. Das ist eine Mikrofonanordnung, die besteht aus drei Mikrofonen, die oberhalb des Orchesters platziert werden, und zwar ein Mikrofon relativ weit auseinander, zwei Stereomikrofone, dass man einfach eine schöne Breite des Orchesters hat und das Orchester in seiner Gesamtheit darstellen kann. Dann hat man aber meistens ein Loch in der Phantommitte und deswegen gibt es bei dem Decca-Tree ein drittes Mikrofon, was es wird weiter nach vorne, meistens so ein Meter oder so, je nachdem, da gibt es so ein Verhältnis zu den Seiten. Das gibt einen ganz tollen, vollen Orchesterklang, hat aber mit dem, was ein Zuhörer
im Zuhörerraum mit seinen zwei Ohren, die 20 Zentimeter auseinander sind, hört, nicht besonders viel zu tun. Es ist auch schon eine Interpretation dieses Schallereignisses, ob ich möchte oder nicht. Ein nächster ganz wichtiger Punkt, abgesehen von den schon angesprochenen mit Lautstärken und so weiter, ist ja die, dass ich im Konzert zum Beispiel auch eine unglaublich hohe Dynamik haben kann. Wenn ich das im Tonstudio umsetzen möchte, bin ich eigentlich chancenlos, weil ich damit rechnen muss, dass meine Aufnahme auf unendlich vielen unterschiedlichen Wiedergabesystemen am Schluss laufen soll, die überhaupt nicht in der Lage sind, diese Dynamik wiederzugeben, und die Sachen werden sehr häufig in Zimmerlautstärke oder noch leiser gehört. Wenn ich diese Dynamik habe, dann gehen die leisen Stellen ganz einfach unter. Sie finden nicht mehr statt. Das bedeutet, ich muss ein Ergebnis haben, was eben diese ganze Dynamik so umsetzt, dass sie wirklich auch auf kleinen Lautsprechern in irgendeiner Form nachvollziehbar ist. Das heißt also im Klartext, mein Ziel ist es überhaupt nicht, das Live-Erlebnis eines Künstlers in einem Raum 1:1 wiederzugeben. Mein Ziel ist es vielmehr, eine akustische Wahrheit zu schaffen, die eine akustische Wahrheit sein könnte, die aber in Abstimmung mit dem Künstler die emotionale Message von der jeweiligen Performance bestmöglich umsetzt. Und ob das dann mehr oder weniger damit zu tun hat, was in meinem Aufnahmeraum tatsächlich passiert ist, ist mir dann eigentlich egal. Letzten Endes geht es darum, dass es ästhetisch, geschmacklich ansprechend ist, das ganze Ding. Also klingt wie live, ist so ein etwas schwammiger Begriff. Dann kommen wir zu dem nächsten Begriff, und das ist die sogenannte Studio-Master-Qualität. Da muss ich immer wieder schmunzeln, weil ich eigentlich, also ich mache ganz viele Master, aber ich weiß nicht, was eine Studio-Master-Qualität ist, weil da gibt es unendlich viele, gerade heutzutage mit Streaming-Plattformen und so weiter, mit Lautheitsnormen und all solchen Dingen mehr. Es geht ja schon los mit der sogenannten Auflösung. Es wird häufig gesagt, 384 Kilohertz ist Studio-Master-Qualität, am Ende noch mit 32 Bit oder wie auch immer. Wir haben ein Video gemacht über Samplerate, über hohe Sampleraten, wo ich ganz genau erkläre, wo der Sinn und wo der Unsinn ist. Und es ist eigentlich bei ganz, ganz vielen Kollegen, die ich kenne, Konsens, dass bis 96 Kilohertz macht die ganze Geschichte Sinn. Alles, was drüber ist, frisst nur Speicher. DSD-Format zum Beispiel ist auch so ein Ding. Es gibt praktisch keine DAW, die DSD-Files, mit einer Ausnahme, die DSD-Files nachbearbeiten kann. Und alle Produktionen, insbesondere auch Klassikproduktionen, werden heutzutage massiv geschnitten, nachbearbeitet. Das ist, wie gesagt, mit einer Ausnahme mit DSD-Files gar nicht möglich. Das heißt, ich würde mal schätzen, 95% aller Aufnahmen werden im PCM-Format mit maximal 96 kHz erstellt. Alles, was drüber ist, kann man machen, ist aber für die Qualität nicht ausschlaggebend. Und dann geht es noch so weit, dass bei uns ist es zum Beispiel im Studio so, ich arbeite, wenn wir Produktionen haben, die hier gemacht werden, immer mit 96 kHz. Aber ich habe sehr, sehr viele Produktionen, wo vom Künstler schon Teile angeliefert werden, die in 44.1 sind, und das ist Usus. Und es gibt sehr viele, auch sehr, sehr hochwertige Studiomaster, die tatsächlich nur in 44.1 Kilohertz sind. Und dann wird ja immer so impliziert, dass Studiomaster wäre die Wahrheit. Ein Master hat mit der Wahrheit noch weniger zu tun als meine Produktion, weil man muss mal die Schritte einer Studioproduktion üblicherweise, man hat die Aufnahme, man hat den Editiervorgang, wo man halt Schnitte macht und die Performance ein bisschen optimiert. Dann hat man den Mixing-Vorgang, wo man komprimiert, Equalizer setzt, vielleicht die Räumlichkeit noch nachbearbeitet. Je nachdem, bei Rock-Pop-Musik mehr, bei Jazz-Musik weniger, aber es wird eigentlich immer gemacht. Und dann kommt ein Mastering-Prozess, wo das Stereo-File nochmal nachbearbeitet wird, wo die Dynamik nochmal bearbeitet wird, wo teilweise auch Räumlichkeiten nochmal bearbeitet werden. Und das heutzutage teilweise auch unterschiedlich für unterschiedliche Medium. Also für Vinylproduktion wird häufig ein anderes Master gemacht als für Streaming-Plattformen und so weiter und so fort. Und jetzt kann man sich mal aussuchen, wo liegt die akustische Wahrheit? Liegt die vielleicht eher beim Mix und gar nicht beim Master? Weil das Master ist ja schon bearbeitet. Also Studio-Master-Qualität. Sehr, sehr schwammiger Begriff, würde ich einfach mal in den Bereich der Werbesprechs einordnen. Aber das nur,
damit mal verstanden wird, wie schwammig diese Begriffe eigentlich wirklich sind. Ja, und dann kommen wir zu dem letzten Punkt, den ich angesprochen habe. Ein Lautsprecher oder ein Gerät verhält sich wie ein Musikinstrument. Tut mir leid. Das ist das Letzte, was ich will. Wir haben folgende Situation. Wenn ich in meinem Studio arbeite, woran arbeite ich? Ich arbeite daran, dass ein Instrument in einem Raum steht, dass eine räumliche Verteilung irgendwo ist, dass das Instrument mit seiner Obertonstruktur, mit seiner Dynamik irgendwie dargestellt wird. Ich platziere meine Mikrofone so und das gibt ein Gesamtbild. Ein Instrument hat Obertöne, hat ein Resonanzverhalten und so weiter, was seinen Charakter ausmacht, was natürlich auch gesteuert wird durch die Spielart des Interpreten und so weiter und so fort. Ein Lautsprecher muss das Ergebnis, was ich dann erzielt habe, so akkurat wie möglich umsetzen. Der ist eigentlich ein Tool, der muss so genau wie möglich sein. Nur dann kommt genau das Ergebnis, was ich mir im Studio vorgestellt habe. In dem Moment, wo sich der Lautsprecher selbst verhält wie ein Musikinstrument, macht er ja selber noch irgendwelche Obertöne, Resonanzen, was auch immer. Das hat mit Sicherheit im Ergebnis nichts damit zu tun, was ich oder der Künstler sich bei der Produktion des Materials gedacht haben. Kommen wir zu den Lautsprechern und da habe ich öfter mal was postuliert, was mir einige Lautsprecherhersteller um die Ohren geschlagen haben, aber deswegen sage ich es jetzt trotzdem nochmal, es gibt tatsächlich einen tendenziellen Unterschied zwischen einem HiFi-Lautsprecher und einem Studio-Lautsprecher. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, das Ideal wäre natürlich, wenn derjenige, der meine Produktion hört, die gleichen Abhörbedingungen hat wie ich hier, nämlich zum Beispiel diese Strauss-Monitore. Das würde aber dazu führen, dass meine Produktionen da sicher gut klingen und einige andere auch, hervorragend sogar. Trotzdem ist es so, ein HiFi-Lautsprecher ist vielfach so abgestimmt, dass auch eine mittelmäßige Aufnahme damit noch ansprechend und gut klingt, weil möchte ja im HiFi-Bereich einen sogenannten Hörgenuss haben. Im Studio möchte man den nicht unbedingt. Wenn ich nämlich auf diesen Studio-Lautsprechern hier eine mittelmäßige Produktion abspiele, dann klingt die mittelmäßig. Und wenn ich eine schlechte abspiele, dann klingt die schlecht. Warum? Weil das ein Arbeitswerkzeug ist und das muss mir zeigen, wenn ich Fehler mache. Und das ist genau der Punkt und da bin ich im HiFi-Bereich auch so ein bisschen in einer zwiespältigen Situation, was sich auch jeder überlegen kann, wie er mit der Situation umgeht. Es ist zum Beispiel die absolute Akkuratesse, bekommt man auch in aller Regel nur in einem relativ kleinen Sweet Spot, weil ansonsten geht die Raumakustik viel zu sehr in das Klanggeschehen mit ein. Wenn ich diesen kleinen Sweet Spot habe, dann habe ich aber eben das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Frau oder mit einem Freund nebeneinander irgendwie Gläschen Wein und Musik genießen will, dann hat nur einer diesen optimalen Punkt. Das kann natürlich schlecht sein. Extrembeispiel sind die Rundstrahler von MBL zum Beispiel, die wirklich in 360 Grad abstrahlen, die einen Raum wirklich mit Klang füllen. Das ist toll. Das würde ich ganz ehrlich gesagt als Studio-Werkzeug nicht benutzen, weil ich ganz einfach diese Sachen wie Stereoverteilung ganz exakt, Tiefenstaffelung ganz exakt nicht beurteilen kann. So ein Rundstrahler macht ein tolles Klangbild, aber und macht vielleicht auch ein konsistenteres Klangbild im kompletten Raum, ist aber weniger dicht an meiner akustischen Wahrheit dran, die ich als Studiomann eigentlich mir vielleicht wünschen würde. Am Ende des Tages geht's natürlich nur darum, dass wir alle mit der Musik Spaß haben. Ich meine, es gibt ja diesen lustigen Spruch, der Unterschied zwischen dem Musikliebhaber und dem HiFi-Liebhaber. Der Musikliebhaber benutzt die HiFi-Anlage, um Musik zu hören. Der HiFi-Liebhaber benutzt die Musik, um seine Anlage zu hören. Das ist ein etwas lustiger Spruch. Aber letzten Endes geht's nur darum, dass wir alle Spaß haben. Aber ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen aufzeigen können, wie die Arbeitsweisen im Studio sind und wie die Wünsche sind, die wir an die HiFi-Leute haben, damit unsere Produktionen da auch so umgesetzt werden, wie wir und die Künstler uns im Studio überlegt haben. Bleibt uns treu, habt weiterhin Spaß beim Musik hören, Spaß bei der Kreativität. Bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.
Soundfile.